ich denke nicht mehr in Arbeit. Ich denke nur noch in dem Ergebnis quasi. Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Was sollen die Kinder nachher in der Hand halten? An diese Bilder, die ich von Kindern geschickt bekomme, die dann so mit meinem Buch da sitzen, so. Und freuen sich jetzt, der neue Ferienband, der ist noch nicht mal offiziell draußen. Offiziell erscheint der morgen und ich kriege jetzt schon Post und Bilder von Kindern, die den gelesen haben und total happy sind. Und das ist das, woran ich denke. An nichts anderes denke ich gerade. Petra Eimer ist mein Name. Und ich komme ursprünglich aus Gießen, da bin ich geboren, bin aber in Köln aufgewachsen. Ich habe studiert in Aachen, dann nochmal in Köln gewohnt eine ganze Weile, habe da auch meinen Sohn zur Welt gebracht. Bin seit jetzt über 10 Jahren schon in der Eifel. Ich habe ja vorher schon gezeichnet, habe mich dann selbstständig gemacht, wie gesagt, als Illustratorin, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe Kinderbücher gezeichnet und habe sehr schnell festgestellt, dass es doch nicht das ist, was mich so total erfüllt, weil ich sehr viel abgearbeitet habe. Im Grunde wie in einer Agentur, nur für weniger Geld, ein Job nach dem anderen. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich würde gerne selber mal schreiben. Das hatte ich im Studium schon mal vor, selber Kinderbücher zu schreiben und habe das aber nie realisiert und habe dann gedacht, ach komm, das willst du doch mal machen, weil dann kannst du deine eigenen Bilder auch zu deinen eigenen Geschichten machen. Das wird dann auch spannender und netter und besser bezahlt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fange mal an zu schreiben und hatte aber keine richtige Idee. Und die Idee kam ja tatsächlich, und jetzt haben wir tatsächlich eine Verbindung mit der Eifel, weil es wäre mir so natürlich in der Stadt nicht passiert. Also die Idee für mein erstes Buch ist hier passiert, Katze ist entlaufen. Und wie das ist auf dem Land. Ne? Ich bin erstmal rumgelaufen, wir haben hier Zettel verteilt, überall hingeklebt. Und dann bin ich von Haus zu Haus. Und habe wirklich überall gefragt, Leute, guckt mal in eure Scheunen, habt die Katze vielleicht versehentlich eingeschlossen. Und so habe ich die Besitzerin von Juli kennengelernt, beziehungsweise deren Mutter, die hier im Ort wohnt. Und das Pferd stand im Garten. Und wir kamen darüber ins Gespräch, weil ich gesagt habe, ah, das habe ich schon mal gesehen, das ist echt ein schönes Pferd. Und sie so, ja, ja. Meine Tochter hat gerade nicht so viel Zeit, hast du Lust, dich ein bisschen zu kümmern? Und dann habe ich das gemacht. Naja, und dann kam es irgendwann, dass die Tochter eben gar keine Zeit mehr hatte und keine Kapazitäten und gesagt hat, ich muss das Pferd verkaufen. Das war wirklich kurz vorm Urlaub, vor unserem Urlaub, also einen Tag vorher, um genau zu sein. Also ich hatte schon gepackt. Und dann rief mich die Nicola an und sagte, ja, willst du nicht eventuell das Pferd kaufen? Ich so, krass. Okay, ja, nee, eigentlich, nee. Sie sagt, habe ich mir schon gedacht. Und dann habe ich angefangen zu überlegen und habe gedacht, ah Mann, ey, wolltest du eigentlich immer schon mal und sei doch mal spontan und mach doch einfach mal. Ja, und dann so Abenteuer, ne? Und Abenteuer habe ich ja irgendwie auch immer Bock drauf. Naja, und dann habe ich das gemacht. Und dann kam ich nach Hause und habe es dem Paul erzählt und habe gesagt, ich habe gerade ein Pferd gekauft. Und der Paul so, was? Spinnst du? Was sollen wir mit einem Pferd? Und das war die Idee, ne? Und das passierte natürlich in der Stadt so nicht. Das war schon sehr, sehr cool. Und alles, was seitdem passiert ist, ne? Also nicht nur das Buch, aber auch, was mit dem Pferd passiert, was mit dem Paul passiert. Überhaupt dieses Leben, so diese Freiheiten, die man hier hat, das genieße ich schon sehr. Vorher war es ja immer so, als Stadtkind auch, du kannst dir immer, wenn du irgendwas brauchst, du kannst es dir ja immer nehmen. Es ist ja alles da. Ne? Du brauchst ein bisschen Natur, gehst du in den Park. Brauchst du das, gehst du dahin. Brauchst du das, gehst du dahin. Willst du ein bisschen Abwechslung, gehst du ins Kino, da triffst du dich mit Freunden. So, und jetzt hast du aber ein Baby und alles ist anders. Und du kannst dir nicht mal eben holen, was du brauchst. Und auf einmal war die Stadt nicht mehr das für mich, was sie vorher gewesen ist, sondern es war eher belastend. Einfach, es war alles sehr viel, es war alles sehr laut und es war alles auch sehr eng. Und dann war es wirklich ein grandioser Zufall, weil ich habe nichts gefunden, was mir gefällt. Ich hatte mir auch ein paar Sachen angeguckt. Irgendwann bin ich weg von diesen Portalen, sondern habe dann in der Suche quasi nur noch Wohnungen,
Adresse von meinen Eltern, die Straße quasi eingegeben. Und dann poppte auf einmal ein Haus auf, freistehend, kleines, rotes, freistehendes Haus auf so einem Hügel. Ich so, hä? Wie geil, cool, wo soll das denn sein? Und da war ich gerade hier in der Eifel bei meiner Freundin und ich sagte dann so, das ist doch Berndorf. Da ist er hier irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen quasi, fahren wir da vorbei, gucken wir uns an. Und dann war das wirklich ein Zufall, weil der Typ, dem das Haus gehört in Berndorf, wo wir dann auch eingezogen sind, der wohnte in der gleichen Straße wie meine Eltern, aber in Köln, nicht in Bergisch Gladbach. Und ich hatte statt Bergisch Gladbach versehentlich Köln eingegeben. Und so ist das passiert. Wir sind an dem Haus vorbeigefahren beim Einkaufen, haben uns das angeguckt. Es war total toll. So genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich noch ein bisschen hin und her überlegt. Da habe ich irgendwann gedacht, so what? Warum nicht Eifel? Eine sehr lustige Geschichte, auch eine Auslösersituation in Köln, war, dass ich der Paul auch noch ganz klein war und ich gerade, es war Winter, ich alles eingepackt, das Kind irgendwie, ne? Und dann musst du ja immer diese Sonnenstunden abpassen. Es ist ja nicht so, dass du, ne, es ist ja nicht immer so, dass du weißt, der ganze Tag ist sonnig, sondern Sinne, hast 2 Stunden Sonne, schnell raus. Kind eingewickelt, alles eingepackt, dann kackt er sich noch in die Hose, machst alles wieder neu, fährst los, ne, Kind irgendwie endlich aufs Fahrrad geschnallt, fahr los. Kalt, ganz schön kalt. Stell fest, shit, ich hab gar keine Schuhe an. Schnee draußen, ne? Wieder zurück. Schuhe geholt, Kind wieder aufs Rad, losgefahren und es fängt an zu schneien. Weißt du so, und dann kannst du wieder nach Hause fahren. Und hier ist halt so, gerade Sonne, Kind raus, schneit, Kind wieder rein oder bleibt draußen. Weißt du so, bleibt draußen, bleibt ja hier. Wir haben hier so einen sehr, sehr, sehr netten Nachbarn, weit entfernten Nachbarn schon, wo die Juli auch vorher auf der Wiese stand. Der fährt immer mit seinem Traktor die Kinder den Berg hoch. Die hängen sich alle mit den Schlitten dran oder mit Snowboards oder Skiern und dann fährt er die den Berg hoch. Geil! Also ich meine, so habe ich mir das halt vorgestellt als Kind. Für mich ist das Bullabü hier. Absolut. Das ist ein bisschen Bullabü. Und natürlich für meine Geschichten super, ne? Weil ich komme wieder in dieses Kindheitsgefühl rein. In dieses, so was machen wir jetzt? So jetzt? Weißt du, das ist schön.